Das Abenteuer geht weiter. Ja, das stimmt. Es geht weiter mit Spyro the Dragon hier. Und da wir im letzten Part dieser Welt alle Level dieser Welt gespielt haben, können wir jetzt rausfinden, was sich in diesem Drachenkopf befindet. Toasty ist geschrieben. Ich glaube, das wird ein Bosskampf sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Man trifft auf jeden Fall auf alte Opas und Hunde. Mal sehen. Also das mit dem Sonnenuntergang ist schon sehr schön. Und ja. Diese Hunde sind die größten Drecksviecher aller Zeiten. Denn sie sterben nur mit 2 Hits. Und... Wie schon gesagt, die sind fies. Punkt. Und wieso wurde ich jetzt gehittet? Keine Ahnung. So, du stirbst mal kurz, danke. Und wir gehen weiter. Schon wieder alte Opas und kranke Hunde, die verbrannt werden. Und eigentlich auch nichts Neues. So, du wirst verbrannt auch. Mir ist nur interessant, warum arbeitet diese Opas an für Gnesty Norg? Oder wie auch immer dieser Typ heißt. Wäre bei mir die Frage. So, runterfallen musst du nicht. Und zerquetscht sein musst du auch nicht. Merkt ihr das? So, schneller. So. Am besten immer in der Bewegung bleiben. Das wird, glaube ich, der beste Plan sein, um hier durchzukommen. Und das war's. So. Du stirbst jetzt bitte. Du auch. Danke. Und du auch. Und die Kisten werden zerstört. Denn in ihnen befinden sich Juwelen, die ich brauche. So, und dich haben wir, glaube ich, besiegt. Ja. Und hier ist sogar noch ein Drache. Gerettet, Devin. Nasty Norg hat die Artisan-Welt einem seiner fiesesten Gumpane anvertraut. Auf geht's! Es ist Zeit für dein Barbecue! Sei vorsichtig, Spyro. Dieser Bosch ist mit allen Wassern gewaschen. Also kommt es doch zu einem Bosskampf. Es wurde hier gespoilert und... Ist das der Boss? Oder ja. Das hier ist der Boss. Sieht irgendwie komisch für einen Boss aus, aber okay. Was soll's? Und das war nur ein Schaf. Und wieso wird so die Musik so laut auf einmal? Hä? Also ich hoffe, ich bin noch zu hören.
Ich versuche jetzt das zu fixen, also sehen wir uns gleich. So, ich glaube, Server, das ist jetzt besser mit dieser lauten Musik. Wieso es dazu kam, fragt mich bitte nicht. Habe keine Ahnung. So, wo ist meine Maus? So. Wir können jetzt weiterspielen, wollte ich sagen. Und ja. Ich bin bei dem Bosskampf gestorben. So, ihr werdet mal jetzt gegrillt. So, schön in Bewegung bleiben, du auch. Und schön alle grillen. Und die Kristalle einsammeln, die uns hier fehlen. So, waren das alle 100? Jawohl. Und es gibt hier nichts mehr, wie es aussieht. Okay. Dann ab nach Hause. 100 Juwelen werden zu unserem Konto noch hinzugefügt. Und wir können in die zweite Welt, die auf uns hier wartet. Und zwar, wo ist dieser Schiff-Typ? Hier, ja. Der kann uns zu der zweiten Welt bringen. Marco, der Ballonfahrer. Gut gemacht, Spyro. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Du kannst jetzt in die Welt der Peacekeeper fliegen. Bist du bereit? Ja. Ich bin bereit wie nie. Und ich glaube, die zweite Welt ist eine Wüste. Also typisch Mario Bros. Spiele. Oder Festung. Keine Ahnung. So, 200 Juwele, 3 Drachen. Hier ist schon ein Drache. Willkommen bei den Peacekeepers, Titan. Sieh nur, wie unsere Schätze gestohlen und gegen uns verwendet werden. Hol sie zurück, Spyro. Schatz finden, alles klar. Der Titan oder die Titan RTX wurde gerettet. Und du stirbst mal kurz. Und ihr auch. Danke. Und das ist ein Kanonenschießer. Der schießt mit einer Kanone, die wir auch benutzen können. Ja. So. Ich habe zwar keine Ahnung wozu, aber zu irgendwas. Für irgendwas. Zum Beispiel, um euch vielleicht zu töten. Jawohl. Klappt wunderbar. Und bringt auch Juwelen. So, das ist, glaube ich, das erste Level. Aber ich will zuerst die Welt erkundet zu 100%, und die werden, glaube ich, in was war das gerade? Wäre bei mir die Frage in einem Spiel für Kinder. Oh Gott. So, was sind das eigentlich für Giftdinger? Ach so, das ist Gift. Also nicht reingehen.
Ist ja auch klar. So, du kannst, ihr könnt alle sterben. Und eure Juwelen könnt ihr auch mir geben. Aha. Das sind neue Truhen, die habe ich doch nicht gesehen. Bei mir ist die Frage, warum ist die Musik so laut? Oder ist es nur bei mir so? Ich kann ja kurz den Sound ein bisschen runterziehen. Oder auch nicht. Die Libelle hat dich gut beschützt. Füttere sie so oft wie möglich mit Schmetterlingen, um sie bei Kräften zu halten. Okay. Werde ich deine Worte in Acht nehmen. Oh shit, nein! Ah! Das war nicht gut, so. Hier geht's auch zu einem Level. Ice Cavern. Also, keine Ahnung, irgendwas mit Eis. Aber zuerst die Oberwelt. Die uns hier. So. Diese Tür ist Truhe ist verschlossen. Mit was können wir sie öffnen? Vielleicht mit einer Kanone? Nein! Ich wollte nicht in den Level. Verdammte Scheiße. Raus hier bitte. Level verlassen, ja. Ich wollte nicht in den Level, aber ich habe den aus Versehen den Level-Eingang berührt. So. Ihr könnt sterben. Haben wir dich schon besiegt? Ich glaube, ja. Nein, mit dir will ich nichts. Mit dir will ich nichts haben. So, du stirbst mal kurz, danke. So, und ich glaube... Ich glaube... So kann ich diese Kiste zerstören. Jawohl, meine Vermutung stimmt. Und die Juwelen gehören uns. Aber wo geht es jetzt weiter? Weil das kann nicht alles von diesem Level sein. Es muss noch irgendwo weitergehen. Oder müssen wir irgendwie das Wasser vom Gift befreien? Wenn ja, dann wie? Wäre bei mir die Frage, haben wir euch schon besiegt? Ja. Muss man kurz überlegen. Aha, jetzt sehe ich es. Nicht umsonst ist hier diese Zielscheibe. Kaboom! Oh shit. Puh, die Steuerung ist auch so wackelig, aber das ist normal für die PS1. Und ich verstehe nicht, wieso die Musik so laut ist. So. Da ist auch, glaube ich, der nächste Drache. Ja, und ein Ei.
Du kommst mal her, Freundchen. Und ein Schlüssel sogar, oha. Was gibt es in dieser Welt noch? Befreien wir zuerst den Drachen. Gunnar ist ein Narr. Gute Arbeit, Spyro. Mach so weiter und du wirst deine Bestimmung erfüllen. Bestimmung? Ich trete lieber ein paar Leuten in den... Grill einfach alle Feinde und finde die Schätze. Okay. Was für Bestimmung habe ich auch keine Ahnung. Aber das Ei, von dem Ei habe ich eine Ahnung. So, das zweite jetzt. So, und für was werde ich das Juwel gebrauchen? So, ich glaube, ich kann hier rüberfliegen, ja. Sehr schön. Aha. Sind hier auch alle restlichen Juwelen? Hoffe ich doch. Nee, ein paar fehlen noch. Wo könnten diese ein paar sein? Du stirbst mal kurz. Wo könnte diese ein paar sein? Ich glaube, mit dieser Kanone kann ich die Kiste dort zerstören. Oder auch nicht. Mit was? Mit welcher denn dann? Es ist eine zielsuchende Kanone, sozusagen. So, zwei Juwelen fehlen noch. Bis wir die 100 haben. Wo sind diese zwei? Und dann kann ich diesen Part auch beenden. Wo sind diese zwei Tinten? Hier auf jeden Fall nicht. Wie wir es sehen. Dieser Typ ist respawned, aber jetzt ohne einen Ei. Ist auch egal. Habe ich sie vielleicht irgendwo am Anfang übersehen? Werde ich mal kurz jetzt überprüfen. Nee, sieht nicht danach aus. Auf der Suche nach den letzten zwei Juwelen. Also euch haben wir, glaube ich, alle besiegt. Und hier auch. Dich auch. Aha! Dich nicht und wahrscheinlich hier noch jemanden nicht. Ah ne, jetzt habe ich alle 200. Okay. Und ja, mit diesen 200 beende ich auch diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte mir mit einem Like und mit einem Abo zeigen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao!
Tschüss.